Auch heute begrüße ich wieder alle Car-System- und Open-Car-Freunde und auch die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich hier auf meinem Kanal bei Kufenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ich habe es ja in den News-Video schon angekündigt, dass ich euch in einem Video mal zeigen möchte, wie ihr hier meine entwickelte Ladestation für diese Spiegelladung mit diesen ganz normalen Ladeplatinen, die ihr so zu kaufen kriegt, betreiben könnt oder wie ihr dieses Teil hier mit dran kriegt, sagen wir einfach mal so. Dabei werde ich euch auch im Verlauf des Videos ein paar Tipps geben, wie ihr es hinbekommt, dass ihr mit dieser Ladeplatine unterschiedliche Ladeströme fahren könnt oder abrufen könnt. Weil normal ist es ja so, ich tue hier einen Widerstand einbauen und dann habe ich den fest eingestellten Ladestrom und den kann ich ja dann nachträglich eigentlich nicht mehr verändern, wenn ich nicht den Widerstand tausche. Und ich zeige euch einfach einen Trick, wie ihr dann sogar über Digitaladressen einfach den Ladestrom und den Widerstand ändern könnt. Also seid mal gespannt und es lohnt sich dran zu bleiben. Dann fangen wir doch auch gleich an. Was brauchen wir jetzt erstmal alles dazu? Klar, wir brauchen einmal eine Ladeplatine. Das ist erstmal das Herzstück. Und wir brauchen natürlich noch irgendwas, damit wir hier den Servo betreiben können, ne? Da könnt ihr natürlich jeden handelsüblichen Servodecoder benutzen. Ja, also egal was das für eine Marke, für einen Hersteller ist, es funktioniert jeder. Jeder Servodecoder könnt ihr da benutzen. Ich werde jetzt einfach mal hier wieder eine Eigenkreation von mir benutzen, aber für die Funktion spielt es ja keine Rolle. Ne? So, den mache ich mal schnell da dran. Ich gehe jetzt auf den Decoder hier nicht näher drauf ein. Da werde ich irgendwann mal ein gesondertes Video dazu machen. Nehmt es jetzt einfach mal so ans Gegeben hin. So, dann stecken wir den hier drauf und ja, geben dem vielleicht dann auch noch gleich eine Spannungsversorgung. Natürlich habe ich in der Vorbereitung zu diesem Video den Decoder schon so konfiguriert, damit der Servo die richtigen Klappenpositionen anfährt. Den Schritt spare ich mir natürlich jetzt schon. Und jetzt müssen wir eigentlich nichts anderes machen, wie unsere Ladeplatine hier mit den Kabeln. Ich drehe es mal rum, damit ihr es seht. Einfach mit den zwei Drähten hier, wo an die Spiegelplatten gehen, müssen wir es einfach verbinden. Das ist jetzt einfach mal die einfachste Möglichkeit mit einem fest eingestellten Ladestrom. Ne? Das ist so, sage ich mal, die einfachste Variante. So, jetzt löten wir einfach mal die zwei Drähte hier dran. Muss man aufpassen, dass ich es in der richtigen Richtung dran mache und du bleibst da. Ja, und jetzt klebe ich das einfach mal hier nebendran, damit das einfach hier ein bisschen geordnet aussieht. So, machen wir es doch einfach mal so. Genau. So, so sieht das Ganze jetzt mal aus. Hier habe ich die Zuleitung. Hier kommen dann die 5 Volt rein in die Ladeplatine. Das ist, denke ich mal, hinlänglich bekannt. Und dann geben wir da einfach mal Saft drauf. So, und ihr seht, ja, die Platine leuchtet schon mal, also ist betriebsbereit. Und jetzt brauche ich eigentlich bloß noch hergehen, brauche hier ein Fahrzeug reinstellen. Also, oder das fährt dann halt rein. Ich kriege über die Digitaladresse meinen Befehl zum Schließen. Die Klappen gehen zu und ihr seht, das Teil lädt. Das ist eigentlich, sage ich mal so, die einfachste Variante. Ja, fest eingestellter Ladestrom. Ein Decoder, ein Servodecoder da oben hin und ja, Auto fährt rein, das Ding lädt und irgendwann ist es grün und fertig ist. Ne? Hab natürlich keine Rückmeldung für irgendeinen PC, wann der Ladevorgang fertig ist und so weiter, das habe ich halt hier alles nicht. Ja, das geht halt mit den Platinen hier nicht. Ne? Aber ich kann es ja beim Handy sehen, wenn das Ding wieder blau ist, weiß ich, mein Ladevorgang ist beendet, dann muss ich halt händisch das Ding öffnen. Per Digitaladresse und das Auto wieder weiterschicken, wenn ich das über Computer steuern möchte. Ne? So, jetzt machen wir das Teil mal wieder auf. Zack. So, ihr seht, jetzt hört der Ladevorgang automatisch auf. Ne? Also das ist jetzt wirklich die einfachste Variante. Ja? Fest eingestellter Ladestrom, einfach hier ein Servodecoder dran und das war's. Jetzt haben wir aber immer wieder das Problem, ja, wir haben nicht in allen Fahrzeugen den gleichen Akku drin. In der Regel haben wir mindestens mal 2 oder 3 unterschiedliche Akkutypen. Ja, also so geht es mir zumindest. Je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist, ich meine, in den kleinen PKW kriege ich halt keinen 300 mAh Akku rein oder noch größer.
Und in ein großes Fahrzeug kriege ich natürlich einen größeren Akku rein. Da könnte ich natürlich auch den kleinen vom Pkw reinmachen, aber macht ja wenig Sinn, weil der ist ja gleich wieder leer, ne? Die größeren Fahrzeuge sollen ja ruhig ein bisschen länger laufen. Deshalb haben wir mindestens, sage ich mal, vielleicht drei verschiedene Akkutypen, je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist. Habe ich jetzt hier auf der Platine einen kleinen Wert eingestellt, Ladestrom eingestellt, sagen wir mal 150 mA, dann kann ich mit den 150 mA natürlich einen 300 mA Akku laden. Das ist kein Problem, das funktioniert. Dauert halt dann entsprechend länger. Blöd ist es halt, wenn ich da 300 mA eingestellt habe und ich will dann einen 150 mA Akku laden, das geht dann halt nicht mehr. Und deshalb ist es halt mit den Platinen immer so eine Sache. Was mache ich? Ne? Welchen Ladestrom stelle ich ein? Und da gibt es jetzt einen kleinen Trick, wie wir das trotzdem machen können. Das war hier zumindest mal jetzt erstmal zwei Ladeströme wählen können. Da könnte man dann einen großen und einen kleinen machen. Ne? Dazu brauchen wir nichts anderes wie hier noch so ein kleines Relais. So ein kleines Relais und einen zusätzlichen Schaltdecoder. Wie zum Beispiel den Switch-Pilot von ESU. Den könnt ihr hierfür nehmen. Im Prinzip könnt ihr jeden handelsüblichen Schaltdecoder verwenden. Ich habe mich jetzt hier entschieden für so ein, Ich habe mich jetzt hier für so ein LED-Decoder von digitalbahn.de entschieden. Ja, also die Seite kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Gerade wenn ihr günstige Selbstbaudecoder wollt, seid ihr da richtig, richtig gut bedient. Und dafür habe ich mich jetzt mal entschieden. Und da hängen wir jetzt einfach mal das Relais dran. Oder ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze verkabel. Und ja, dann gucken wir uns das einfach mal an. Wichtig bei so kleinen Leistungsrelais, wie ich sie jetzt hier habe, ist, die haben meistens eine Polarität. Das heißt, hier hinten, die zwei Pins sind in der Regel die Spule. Hier ist es jetzt nicht egal, auf welchen ich Plus und auf welchen ich Minus lege, sondern in der Regel ist der Pin 1 der Plus und der gegenüberliegende Pin halt dann der Minus. Ne? Wenn ich das Ganze rumdrehe, dann kann ich versuchen, das Ding zu schalten, wie ich will. Das schaltet nämlich nicht. Das ist wichtig, dass er darauf achtet. Den Schaltplan blende ich euch auf jeden Fall mal oben im Eck ein, damit ihr das schon mal seht. Und hier machen wir das Ganze jetzt einfach mal. Also, Pin 1 ist das. Dann nehmen wir mal ein paar weitere Kabelfarben dazu, sonst, dass es nicht so eintönig wird und dass es auch noch übersichtlich bleibt. Zack, zack. Das ist schon mal, dass wir das Relais ansteuern können, ne? Und jetzt brauchen wir noch zwei Widerstände. Der Wert der jeweiligen Widerstände ist jetzt halt so groß, dass ich halt meine zwei Ladeströme einstellen kann. Ja, das muss dann halt wieder jeder selbst wissen. In meinem Fall sind es jetzt 3,9 Kiloohm und 10 Kiloohm. Und die löten wir jetzt einfach an das Relais hier dran. Ich drehe das mal kurz rum. Ich möchte es jetzt so haben, dass wenn das Relais aus ist, der niedrige, also der kleine Ladestrom eingestellt wird und wenn das Relais angezogen hat, soll der höhere Ladestrom sein. Heißt also, im Auszustand sind diese zwei Kontakte hier. Das seht ihr gar nicht, gell? Warte mal, ich muss es rumdrehen, so. Also im Auszustand sind immer die zwei Kontakte hier geschaltet. Bedeutet also, mein Widerstand kommt hier hin, auf die Seite. So, und der 3,9 Kiloohm kommt auf die Seite. Dann nehmen wir die Zange und machen das auch noch ein bisschen schön. Man kann das Ganze natürlich auch auf einer Lochrasterplatine oder so aufbauen. Ne? Dann sieht es natürlich noch schöner aus. So, die zwei werden hier oben miteinander verbunden. Jetzt nehme ich einfach mal Grau und Orange. Die Farbe ist im Prinzip egal. So, das machen wir hier dran.
Und das Graue kommt an den Mittelabgriff. So, und die zwei Drähte, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die gehen jetzt an meine Ladeplatine. Den Widerstand, der jetzt hier drauf verbaut ist, den löten wir einfach mal aus. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und die zwei Drähte kommen jetzt einfach an die Anschlusspins, wo jetzt normal der Widerstand eingelötet wird. Bedeutet also, der eine auf die Seite. Muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen, dass man es nicht drückt, ne? Der andere auf die Seite. Also wie gesagt, der eine auf den Pin, der andere auf den. Und das war es eigentlich schon. Jetzt ist quasi immer einer der beiden Widerstände aktiv. Ja, wenn das Relais nicht angezogen hat, ist quasi mein 10 Kilo Ohm Widerstand aktiv. Heißt, ich habe hier einen Ladestrom von ca. 130 mA. Und wenn das Relais angezogen hat, dann ist hier mein 3,9 Kilo Ohm Widerstand aktiv. Das heißt, ich habe so ungefähr einen Ladestrom von 310 mA. Und so kann ich jetzt schon mal zwischen zwei Ladeströmen hin und her schalten. Und ich denke, würde sagen, das Ganze gucken wir uns jetzt auch mal an. Ich habe jetzt das Ganze noch mal ein bisschen zusammengefasst, habe mal wieder die Ladeplatine da oben drauf geklebt und auch gleich das Relais daneben dran gemacht, dass das alles ein bisschen übersichtlicher für euch wird. Hier neben ist jetzt der Decoder, der liegt jetzt gerade mal hier neben dran. Und was ich auch gemacht habe, ich habe in die Zuleitung zu dieser Ladeplatine, habe ich jetzt mal dieses Multimeter als Ampermeter zwischen reingeschaltet, eben damit ihr das auch dann sehen könnt, wenn der Ladestrom sich ändert. Weil ich könnte euch ja jetzt alles erzählen, ne? Und dann über das Messgerät könnt ihr es dann sehen, dass sich da auch wirklich der Ladestrom ändert. Weil sehen tun wir es ja nicht wirklich. Mein Fahrzeug steht jetzt unten drin. Aktuell, hier neben habe ich jetzt die Digitaleinheit stehen, damit ich das Relais schalten kann. Aktuell habe ich jetzt erstmal das Relais im ausgeschalteten Zustand, also im nicht angezogenen Zustand, heißt aktuell ist mein 10 Kilo Ohm Widerstand aktiv. Und wenn ich jetzt hier mal den Servo schließe, dann sehen wir hier einen Ladestrom von ca. 110 Milliampere. Das ist ungefähr das, was so bei 10 Kilo Ohm rauskommt, also was bei 10 Kilo Ohm ungefähr fließt. Und jetzt schalte ich einfach mal das Relais ein. Und ihr seht, der Ladestrom geht hoch. Ja, ich habe zwar eben gesagt, wir haben so 310. Ja, wir sind tatsächlich bei 250. Ja, ein bisschen Toleranzen sind da immer drin. Ne? Vielleicht ist jetzt auch der Akku nicht ganz leer. Das kann auch noch sein. Aber auf jeden Fall, so seht ihr, könnt ihr jetzt mit einem Ladegerät zwei verschiedene Ladespannungen fahren. Und ich finde, das ist eine gute Alternative, eine gangbare Alternative, wenn ich jetzt eben nicht so viele Ladestationen bauen will oder wenn ich da ein bisschen flexibler sein will. Ja, also finde ich das eine gute, gangbare Alternative. Einfach hier ein Relais mit zwei Widerständen und dann halt hier so ein kleiner Decoder dazu. Die Links natürlich, wie immer, alles unten in der Videobeschreibung. Eine weitere Alternative, die ich euch jetzt nicht extra hier in der Realität zeigt, sondern einfach nur mal theoretisch anspreche und euch den Schaltplan mal im Bild einblende, ist, ich nehme gleich zwei Ladeplatinen. Ja, das geht natürlich auch. Ich nehme zwei Ladeplatinen. Die eine lege ich aus für 300 mA, sage ich jetzt mal, die andere für 130 mA. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den Werten. Jede Platine lege ich so aus und dann gehe ich einfach mit den Ausgängen von dieser Platine auf die Seite vom Relais. Und mit den Ausgängen auf die Seite vom Relais und die mittleren, die gehen dann hier an die Ladeplatten hier unten. Ne? Das wäre eine weitere Alternative, wenn ich das mit den Widerständen hier nicht machen möchte. Und dann kann ich quasi an einer Ladestation, habe ich dann halt zwei Ladegeräte und wechsle dann einfach nur die Ladegeräte hin und her. Das ist natürlich eine andere Option nochmal. Ne? Funktioniert auch wunderbar. Schon sind wir auch wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie einfach es ist, diese Ladeplatinen hier an diese Ladestationen anzuschließen. Also ihr braucht nicht unbedingt dieses Hightech-Geteil hier. Das geht auch ganz einfach mit diesen Ladeplatinen. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen. Und für jeden, der mehr will,
Ich hoffe, ich konnte euch das auch gut erklären, wie man quasi mehr zwei Ladeströme mit einer Ladeplatine umschalten kann, per Digitaladresse wohlgemerkt. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.